Ich habe mein Abitur gemacht und dann wollte ich halt gerne mit Menschen was und auch ein bisschen was Praktisches, dass man nicht nur im Büro sitzt. Und dann war mir vollkommen klar, ich brauche irgendwas, wo ein bisschen vielfältigere Aufgaben zu tun sind. Und da war mir schon klar, ja, ich glaube, ich würde gerne hier arbeiten. Also wir haben Blockunterricht. Da sind wir einige Wochen in der Schule und dann wieder auf Station. Deswegen ist die Ausbildung auch sehr abwechslungsreich, weil man halt höchstens 5 Wochen auf einer Station ist und dann direkt ins nächste Fachgebiet kommt. Auf dem Gymnasium gab es halt viele Fächer, die mich nicht interessiert haben. Aber alle Sachen, die ich hier lerne, haben für mich einen praktischen Bezug, haben für mich auch auf jeden Fall einen Sinn. Ich finde es sehr erstaunlich, wie viel man auch schon als Auszubildende selbstständig machen kann, also dass einem viel zugetraut wird. Es ist natürlich eine große Verantwortung, aber wenn man der gerecht wird und auch sieht, dass man das gut gemacht hat, das ist ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl. Die Lehrpersonen bemühen sich da sehr, wenn man Fragen hat oder Probleme. Auch auf Stationen, da kann man eigentlich immer hinkommen, wenn was vorgefallen ist. Und dann auch Lehrer oft über ihre eigenen Erfahrungen. Es ist immer ganz gut, wenn jemand vorne steht, der auch selbst mal in der Praxis war. Ich mache nur das duale Studium jetzt, das in Kooperation mit der Hochschule während der Ausbildung noch parallel dazu läuft. Ja, das Wissen, das ich mir da aneigne, kann ich halt eben auch super direkt einsetzen. Und es ist halt eben echt super, dass das uns geboten wird. Da ist ein sehr gutes Klima und ja, es ist wirklich Top-Unterricht. Der Kontakt zu den Lehrern ist sehr persönlich. Man kann auch jederzeit Fragen stellen, die sind auch für Fragen immer offen. Man unterstützt sich da schon gegenseitig. Man sitzt ja in einem Boot, es ist ja für alle die gleiche Arbeit zu machen. Und dann macht man die auch zusammen, sodass am Ende vom Tag alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können. Ja, auf jeden Fall. Das Soziale ist viel stärker ausgeprägt worden durch die Ausbildung. Man achtet schon anders auf seine Mitmenschen. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall schon selbstbewusster geworden bin in diesem Jahr. Ich würde sagen, dass ich im letzten Jahr vielleicht erwachsener geworden bin als in den 5 Jahren davor. Weil man halt gar nicht drum herum kommt, jeden Tag neu auf Menschen zuzugehen und sich neuen Problemen zu stellen oder einfach sich in Menschen reinzufühlen. Ich wurde direkt übernommen auf meine Wunschstation, wo ich arbeiten wollte. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, was man nach der Ausbildung noch machen kann. Es gibt die Möglichkeit von Fortbildung und Weiterbildung, aber auch noch ein Studium dran zu hängen ist möglich. Jetzt zum Ende hin wird es natürlich immer spannender und man freut sich einfach darauf, dass man das Zeugnis dann in Händen hält und dann als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin eben auch anfangen kann.